Hallo Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Let's Play, zu einem neuen Projekt. Wie man unschwer erkennen kann, handelt es sich dabei um Mafia 2. Mafia 2 ist schon ein älterer Titel. Ich muss auch gestehen, ich habe ihn schon mehrmals durchgespielt. Ist eigentlich eines meiner Lieblingsspiele aus den letzten Jahren. Und ich dachte mir, ich lasse euch mal dran teilhaben und für alle die, die es vielleicht noch nicht kennen, spielen wir mal die Story. So, nein, wir wollen die Story nicht fortsetzen, wir wollen ein neues Spiel starten. So, Schwierigkeitsgrad. Wir werden das Ganze auf leicht spielen. Da wir uns eigentlich auf die Story konzentrieren wollen und nicht so sehr aufs Ballern und Kämpfen und ja. Also spielen wir es auf leicht. Leicht. Ja, Warnung. Ja, ich weiß, ist, dass der Speicherstatus verloren geht, das akzeptieren wir mal. Und jetzt nehmen wir uns Zeit für das Intro. Das hoffentlich gleich kommt. Und zwar jetzt. Ich heiße Vito Scaletta. Geboren auf Sizilien, 1925. Der Knirps, das bin ich. Da stehe ich mit meinen Eltern und meiner Schwester Francesca vor unserem alten Haus. Viel weiß ich nicht mehr von der alten Heimat. Nur, dass wir kaum über die Runden kamen. Irgendwann hatte mein Vater die Schnauze voll und wir zogen fort. Weg von Sizilien. Über den Ozean. Um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Eine Stadt wie Empire Bay hatte ich noch nie gesehen. Sie war grandios. Andererseits hatte ich auch noch nie etwas so Dreckiges und Widerliches gesehen wie das Scheißloch, in dem wir hausten. Der amerikanische Traum. Eher ein Albtraum. Mein Vater nahm für einen Hungerlohn eine Arbeit im Hafen an. Ein Knochenjob. Und die paar Kröten, die er verdiente, hat er gleich wieder versoffen. Meine Eltern schickten mich auf die Schule. Ich sollte die Sprache lernen, was unter lauter Einwanderern kaum möglich war. Dort traf ich Joe. Vito, mach schon, beeil dich. Mit der Zeit wurden wir die besten Freunde. Und da wir beide arm waren und Arbeitsplätze rar, Scheiße, machten wir zwei uns selbstständig. Stehen bleiben! Polizei! Halt! Vito, hier lang! Wirf das Ding her! Stehen bleiben oder ich schieße! Na, Scheiße! Okay, du Dreckschwein! Beine auseinander, Scheiße, und Flossen an den Zaun! Tut mir leid, Vito. Tja, in dem Fall lief's nicht so gut. Das war 1943. Amerika war im Krieg und für die Invasion Siziliens brauchte die Army Leute, die Italienisch sprachen. Ich war 18 und alles erschien mir besser als Knast. Warum nicht die alte Heimat besuchen? Kapitel 1. Die alte Heimat. Sizilien im Juli 1943. Operation Husky. Ich war bei der 504. Fallschirmjäger-Division. Am 11. Juli sollten wir über der Südküste Siziliens abspringen.
Doch wir gerieten in Flakfeuer und mussten vorher aussteigen, über Feindgebiet. Nur drei von uns kamen durch. Ohne die dortigen Partisanen hätten wir keine Chance gehabt. Als Mussolinis Truppen in die Stadt einfielen, um den Widerstand zu zerschlagen, war es an der Zeit, uns zu revanchieren. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Los geht's. Wir sind also in Sizilien und spielen wieder. Okay, Scaletta. Schalt ihn aus. Traditori! Pensavate di po- Tschüss. Ambassa, no! Weiter, wir müssen die Balkone säubern, Scaletta! Hinter den Sandsäcken! Hey, fick dich ins Knie! Sie ziehen sich zurück! Los! Auf mein Zeichen! So, dann stimmen wir mal das Haus. Scheiße! Hier raus, Scaletta! Bevor wir das machen, stellen wir den Ton doch noch ein bisschen um, die Stimmen. Empire Bay. Leiser dafür. Die Effekte lassen wir mal so, wie sie sind. Ja, okay. So, Spiel. Scheiße! Ammazzarsi e le zappare prigionieri prima che arriva l'esercito. Corporal, der Mann sagt, dass noch mehr Soldaten im Anmarsch sind. Du und Williams, ihr hebt das Maschinengewehr erst aus und sucht dann die Gefangenen. Wir brauchen jeden Mann. Sir, yes, sir. Hier ist kein Durchkommen. Ein Durchkommen gibt's nicht. Das Maschinengewehr hätten wir gefunden. Wenn vorsichtig. Non c'è punto di fare. Da haben sie sich aber schön verschanzt, die Kollegen. Schmeiß eine Handgranate ins Fenster! Viel Spaß damit. Scheiße! Das war ein wenig heftig. Hey, Scaletta! Noch alles dran an dir? Sieht so aus. Dann kriegt er einen Arsch hoch. Wir müssen weiter. Weiter geht's. Nimm so viel Munition wie möglich. Ist vielleicht Scheiße. Unsere letzte Chance. Seht euch das an! Was haben wir da? Oh, ein MG. Auf der Treppe! Da, ihr Spaghetti-Fresser! Nichts für ungut. Daneben, du Blinder! Richtig, Kollege. Die Gefangenen haben sie wohl oben. So, komm ich da. Säubert den zweiten Stock. Scaletta, du gehst voraus. Ja, wir werden sonst. Ich bin hinter dir, Mann! Vicchiatevi gehen, du! Shit, danke, das könnte neu. Schweinebande! Okay. Die Tür ist gerade rein. Tritt sie ein! Ja, wie gesagt, ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt, also. Ich weiß, was ungefähr passieren wird. Anscheinend geht's hier entlang. Los! Ja, ich stehe schon neben dir. Tschüss. Keine gute Idee, der Balkon. Los, schnell wieder rein. Oh, Scheiße! Rein mit dir, Scaletta, wir verrecken hier draußen. Avutri fascisti! Arrivano avutri fascisti! Montano, non vozzi! Macht ihr noch nicht genug? Da sind noch mehr! Bei der Kirche! Jetzt ihnen! In der Band! Da sind noch mehr! Bei der Kirche! Ammazziamo le donne! Na! Links, wollen wir uns überrollen! Scheiße, die arme Artillerie! Scaletta, rein mit dir! Hallo. Ich muss weg. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. Ospedale.
lambeggiote. Ma che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Ma è davvero Don Calò? La guerra è finita. Cacetto, un congè quando siamo arretati come cuscini. Ma chi è quello? Lo conoscete? Amici, no. Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Carlo, der Kopf der sizilianischen Mafia. An diesem Tag ergab sich eine ganze Garnison. Warum? Weil er es sagte. So, das war also die Vorgeschichte. Kommen wir gleich direkt zum Kapitel 2. Trautes Heim. Glück allein. Steht nicht da. Zwei Jahre später, Empire Bay, 8. Februar 1945. Aber mein Glück verließ mich 45, als mir die Nazis eine Kugel ins Bein verpassten. Das war nicht mehr so lustig. Ich lag eine Weile im Lazarett und dann bekam ich einen Monat Heimaturlaub. Immerhin, besser als nichts. Vito, hier bin ich. Joe. Hey, willkommen zu Hause, Alter. Woher weißt du? Alter Freund. Ich hab so meine Quellen. Komm, steig ein. Netter Schlitten. Ja, ist sozusagen Dienstwagen. Ich weiß, du willst nach Hause, aber jetzt gehen wir erstmal ein Bier trinken. Gute Idee. Na, das ist was. Heimkommen und gleich ein Bier trinken gehen. So war das damals scheinbar. Wie gesagt, gleich Musik habe ich abgeschaltet, auch die Radios habe ich leider abgeschaltet. Es nimmt zwar einiges von der Atmosphäre, aber... Da ist es. Empire Bay. Hast du es vermisst? Ist der Papst katholisch? Nicht, dass mir diese Stadt je etwas geschenkt hätte, aber alles ist besser als ein Schützengraben. Warum ist hier bloß so ein Mistwetter? Angeblich ist es der kälteste Winter, seit gemessen wird. In der Zeitung steht, dass es noch ein paar Wochen so bleibt. Aber ein Drink wird dich aufwärmen. Wie lange ist es her, dass wir das letzte Mal ein Trinken waren? 2 Jahre? Fast 3. Auf Tony Sacellis Party, richtig? Das letzte Mal war es auf der Beerdigung deines alten Herrn, Vito. Kurz vor deiner Abfahrt. Das weißt du doch. Ah, 5 Minuten und schon sprechen wir über meinen Alten. Können wir bitte das Thema wechseln? Erzähl, Alter. Wie war's denn so da drüben? Ich habe immer Zeitung gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und du weißt ja, wie ungern ich lese. Ja, ich weiß. Ihr habt Mussolini fertig gemacht, was? Gewissermaßen. Wir hatten ein wenig Hilfe von einem Typen namens Don Calò. Ohne Scheiß? Don Calò? Von dem habe ich schon gehört. Wirklich? Ja, ich kenne Typen wie ihn. Mafiosi. Arbeitest du für sie, bist du wer. Scheißt du sie an, bist du tot. Dann bist du ja schwer beschäftigt. Ja, und du hast sogar einen Orden gekriegt, oder? Von General Patton persönlich. Wow, ein echter Kriegsheld, ha? Und dann hast du ein paar sizilianische Bräute geknallt und musstest heim, ha? Ja, von wegen. Die alte Heimat. Hier kannst du alles fühlen und niemand schert sich drum. Was für ein Land. Auf die USA und darauf, dass du wieder da bist. Ja, der hat schon eine derbe Aussprache, unser guter Salute. Freund. Ah, salute, Centani. Wieso bist du schon wieder da? Wegen guter Führung vorzeitig entlassen? Hab mir vor ein paar Monaten eine Kugel angefangen und war im Lazarett. Jetzt habe ich Urlaub. Moment mal. Heißt das, du musst wieder rüber? Was denkst du? Der Krieg ist noch nicht vorbei. Große Lust hast du aber keine, oder? Natürlich nicht, aber was soll ich machen? Warte mal. Bin gleich wieder da. Was haben wir jetzt vor, unser Freund? Der gute Joe? Ciao, Giuseppe. Hier ist Joe. Du hast mir doch letzte Woche einen Gefallen getan. Der Kerl heißt Vito Scaletta. Danke, Giuseppe. Okay, bis dann. Also hör zu. Sieht aus, als wäre deine Verletzung doch schlimmer als angenommen. Die Ärzte sagen, du darfst nicht mehr zurück an die Front. Was? Moment, hast du etwa... Wie gesagt, ich habe Beziehung. Die offiziellen Papiere kriegst du heute noch. Stempel, Unterschriften und der ganze Kram sind nur eine Frage des Geldes. Verarschst du mich? Ist das nicht riskant? Dafür könnte ich im Knast landen. Außerdem,
Wie soll ich das bezahlen? Das übernehme ich. Sozusagen als kleines Willkommensgeschenk. Und keine Sorge, die Papiere sind picobello. Glaub mir. Wow, danke. Gern geschehen. Du bist doch wie mein eigener Bruder, Alter. Jetzt kannst du in aller Ruhe deine Zukunft planen. Ja, aber erst muss ich nach Hause. Okay, soll ich dich fahren? Nein, danke, ich laufe ein Stück. Mal sehen, was sich alles verändert hat. Alles klar. Grüß deine Schwester schön von mir. Und komm später mal vorbei, wir haben einiges zu bereden. Danke nochmal, dass du mich aus der Armee rausgeholt hast. Keine Ursache. Ich melde mich morgen. So, bevor wir jetzt zu unserer Schwester oder auch zu unserer Mutter gehen, würde ich sagen, beenden wir die Folge mal hier. Und werden den Weg dann in der nächsten Folge beschreiben. Da sind wir. Danke, der Rest ist für Sie. Wow, $2.25. Also, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.